Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Länderspielübertragung England gegen die Elefanten von der Elfenbeinküste. Es ist mal wieder angerichtet. Es soll ein richtig tolles Länderspiel werden. Es ist ein Freundschaftsspiel, also erwarten Sie da nicht allzu viel Gewalt und Fouls. Ich denke, es gibt sicher ein paar schöne Tore und natürlich Action vom Feinsten. So, das Spiel beginnt. England von links nach rechts in den weiß-blauen Shirts und Hosen und die Elefanten in Orange von rechts nach links. Sterling. Schon der erste Fehlpass. Das versuchen jetzt die Elefanten gleich auszunutzen. Schön gestoppt. Tripper. Ritze. Und Rolling Stones. Runter zu Walker. Paul Walker. Wir kennen ihn alle. Wieder Tripper. Und jetzt die Elefanten gegen ihn mit Peppe. Aber Pickford hält diesen Ball. Und wieder zu Stöns. Runter zu Walker. Phillips. Gegen Cassie, gegen Gradl. Dann gegen Kanon. Und Kanon kann sich diesen Ball holen. Es geht in die andere Richtung. Cassie. Sangare. Und dann Kodia. Aber abseits. So, die Engländer versuchen das Spiel gepflegt aufzubauen über Ritze. Dann vorder nach Mount. Sterling. Jetzt vielleicht mal durchstecken. Ja, das geht. Kane. Achtung. Schön gemacht. Tripper. Jetzt geht's oben durch mit einer Flanke. In den Strafraum. Und da ist er am Ball. Aber beinahe hätte es hier geklingelt im Elefantenkasten. Aber es geht weiter. Wieder mit einer Flanke. Wird geblockt. Trotzdem Einwurf für England. Tripper. Mount. Wieder Tripper, Sterling und abseits. Mein Gott, könnt ihr den mal ein bisschen genauer spielen, damit da nicht ständig immer abseits ist. Heieiei. Ja, die machen das gut hier. Die Elfenbeinküstler machen hier die Räume eng. Phillips, Foden. Markus Foden. An den Pfosten. Oder war das sogar der Torwart, der dann abgewehrt hat? Wir sehen es gleich in der Wiederholung. Ja, es war weder noch. Es war das Außennetz. Markus Foden. Früher Rennrad gefahren. Alle kennen ihn. War mal deutscher Staatsbürger. Spielt jetzt aber in der englischen Nationalmannschaft. Sangare. Pepe. Und jetzt geht es wieder in die englischen Reihen. Mings, Walker, Ritze und dann Phillips. Ah, da bleibt er hängen und jetzt Kodia. Aber die Engländer halten es unter Kontrolle. Aber irgendwie fehlen hier noch die Tore. Wir sind schon in der 30. Spielminute. Foden. Oh, das ist schrecklich. Kanon mit dem Gegenstoß. Ja, verfehlt hier Ball und Mann. Weiter geht's. Ritze. Oh, Pickford kann sich nicht entscheiden, ob er da rauskommt, um den Ball zu holen. Und er geht weit übers Tor. Beruhigung im Wembley. Engländer dürfen zu Hause spielen. Ja, ist ein Freundschaftsspiel. Oh, was war das denn? Das ist ja schrecklich, diese schlechten Bälle nach vorne. Vielleicht mit Mount Everest. Everest zum Vornamen jedoch. Phillips, Flanke. Und jetzt Kane! Und da ist das Tor für die Engländer! Der Harry
hat mal wieder zugeschlagen. Harry Kane aus dem englischen Sturm bringt hier den Ball im Tor unter. Direktabnahme auch noch. Tunnelt, glaube ich, sogar noch den gegnerischen Kipper. Nein, außen durch, aber trotzdem, ja, gut. Da hat er ja schon fast Angst hier, der Mann in Rot, dass er ihn abschießt. Deswegen ja lieber ein bisschen aus dem Weg gehen. So wie es früher in der Schule auch war, auf dem Bolzplatz. Man will ja nicht noch den Ball ins Gesicht bekommen. Schön, wie dazwischen geht. Pfoten. Kane. Ah, bleibt hängen. Schön gemacht. Auf den Ball. Tripper. Hoffentlich fängt er sich keinen Tripper ein. Sterling. Schön gemacht. Kopfball. Aber Bowe, der Torwart der Elefanten, hält den Ball sicher. Und damit ist Halbzeit hier. Noch lange nicht Schicht im Schacht im Wembley. Es geht weiter. Noch keine Karten, keine Fouls, keine Karten, keine Freistöße. Alles im Rahmen hier. So, wieder die Elefanten mit Gradel. Oh, aber jetzt! Habe ich zu früh geschrien. Die drei Löwen, die Three Lions, brüllen hier mal kräftig. Und jetzt gibt es hier zum ersten Mal Geld für Kühle Walker. Ja, so kühle war das nicht. Das war schon richtig heiß, wie er da reingegangen ist. Oh, umgenietet, wie eine Schubkarre hat ihn aufgeladen. Ja, das war nicht von schlechten Eltern. Cassie jetzt mit dem Freistoß. Bolü! Kopfball! Ui, das war knapp! Ja, meine Herren, schauen Sie sich das an. Schön, wie er den kontrolliert und nur ein ganz kleines Bitzele am Pfosten vorbei. Der hätte genau gepasst von der Höhe auch. Der wäre mitten in den Giebel gegangen, aber Pickford musste eigentlich gar nicht eingreifen, aber er konnte das nicht ahnen. Der sah maßgeschneidert aus. Der Abschlag war auch nicht gerade optimös. So, die Engländer müssen wieder etwas Ruhe reinbekommen hier. Kodia. Und schon wieder von hinten in die Beine. Diesmal war es Mings. Es gibt Gelb. Jawohl. Tyrone Mings. Vom, ich glaube von Liverpool ist er. Achtung, Zaha! Aber Pickford macht hier kurzen Prozess. Oh, ein kleiner Ausflug hier von Pickford. Ja, warum nicht? Wird nicht angegriffen, also weiter mit Pickford. Oh, jetzt ist er zusammengestoßen mit einem Elefanten. Jetzt müssen sie sich aber beeilen, sonst ist dann der Ball im Tor. Gut. Ja, vielleicht war es keine so gute Idee von Pickford, da auszufliegen. Achtung, Phillips! Jetzt ist er plötzlich allein! Er ist allein! Er lupft und nix. Gar nichts. Das hätte natürlich ein Tor sein müssen, so alleine. Wieder Grädel. Jetzt Achtung! Oh, stößt hier zusammen, Walker. Der hat schon Gelb. Also müssen sie von ihm einen Foul provozieren. Das ist ja eigentlich auch in der Kreisliga, wo die alten Herren spielen, immer so ein Thema. Jeder zweite Satz von der Seitenlinie, der hat schon Gelb! Uiuiui. Schön drüber gehüpft, Ritze. Sterling. Mount. Und bleibt hängen. Aber Achtung, Phillips. Das ist der beste Mann momentan bei den Engländern. Der hat sehr oft den Ball. Oh, das war übel! Das gibt wahrscheinlich Gelb-Rot. Ampelkarte, jawohl, für Hans-Peter Mings. Tyrone Mings, Entschuldigung. Habe ich ihn verwechselt. Boah, das war übel.
Ja, das hat schon, das war schon übel. Ein bisschen wehgetan. Achtung, die Elefanten! Fast mit dem Ausgleich. Das wäre natürlich noch jetzt, ne? Wenn die Engländer hier noch ganz am Schluss noch den Ausgleich kassieren würden. Rolling Stones hinten in der Abwehr. Und jetzt Tripper. Das war fast ein Eigentor. Schauen wir uns das nochmal an. Fantastisch. Warum zeigt man sowas? Das war gar nichts. Naja, egal. Es gibt Eckball für die Engländer. Mit Markus Pfoten. Oh, was. Uff. Sollte eine flache Reingabe werden, aber das war mal gar nichts. Vorsicht, die Elefanten trampeln nach vorne mit Grädel. Oh, Cassie. Was war das denn jetzt? Hä? Abseits. Ja, deutlich. Da gibt es keine zwei Meinungen. Freistoß für England. Oh, nee! Was macht er denn? Glück gehabt. Keiner erwischt den Ball. Keiner! Oh! Was für ein Geschoss! Mein lieber... Boah! Sieht das an. Poff! Direkt Abnahme war Pickford aus Frankfurt hält diesen Ball. Nicht zu verwechseln mit Ochsenfurt. Dort gehen die Schüler alle studieren. London Ochsenfurt, jeder kennt diesen Stadtteil. Sogar Hans-Uwe Ochsenknecht hat dort mal studiert, glaube ich. Und natürlich Horst Rüdiger Schlößke, der Vorzeigeathlet der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt, Achtung, geht es wieder in die andere Richtung, aber der Genobis-Bulü, Koulibaly, Zaha. Oh, schön abgewehrt. Geht aber nur bis zum nächsten Elefanten, Cassie. Oh, jetzt wird es gefährlich. Oh! Oh, jetzt haben sie aber auch Glück gehabt, dass der Schiri das nicht gesehen hat. Er hat ihn von hinten gelegt. Der hätte einen gefährlichen Freistoß geben können. Vorsicht! Und da ist der Ausgleich in der letzten Sekunde. Die Elefanten. Koulibaly mit dem 1:1. Jetzt gibt es hier noch eine Verlängerung. Das gibt's ja nicht. Schauen Sie, wie die mehrheitlich weißfarbigen Elefanten hier abgehen im Stadion. Wahnsinn. Ja, da kann selbst Pickford nichts mehr machen. Schlecht verteidigt. Tripper viel zu spät. Tja, da zappelt er im Netz, der Ball. 1:1. Ja, dafür hätte er nicht nochmal anspielen lassen müssen. Der gute Schiedsrichter. Meine Güte. Harry Kane kann es selber kaum glauben, dass hier kurz vor Schluss noch der Ausgleich gefallen ist. Klassisch geht es weiter mit der Verlängerung. Wir bleiben hier dran. Im Londoner Wembley Stadion. Walker. Schön außenrum. Aber da läuft keiner mit. Das ist das Problem mit den Engländern. Sie laufen zu wenig. Pfoten! Es gibt Ecke, oder? Da muss Ecke geben. Nein! Gibt Abstoß. Hat er ihn selber ins Aus befördert. Meine Güte. Achtung, Phillips wieder am Ball. Oh, Foul! Gelb! Und trotzdem passiert nichts. Weiter geht's. Revanche-Foul, misslungen. Nochmal misslungen. Okay, also der Schuss dürfte kein Problem sein. Selbst für Hans-Peter Pickford nicht. So, jetzt muss aber mal was passieren. Was ist einfach gar nichts. Schöner Rückpass.
So, Pickford sieht, dass da niemand steht. Also gleich mal raus, ein paar Meter gewinnen. Schau mal, der hat schon die halbe elfenbeinküstlerische Mannschaft überspielt. Aber dann das Problem. Zählt das als Notbremse? Ich weiß nicht. Mal schauen. Nein, es gibt gar keine Karte. Tripper hat nochmal Glück gehabt. Es gibt nicht mal eine Karte. Schauen Sie mal. Boah. Also nur auf den Mann. Also das wäre, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre. Hublot wird noch eingewechselt. Nein, natürlich Diallo wird eingewechselt. Fanta Diallo. Alle kennen ihn aus Alpha Blondies Musik. Achtung! Oh, das wird heiß! Und Pickford. Aber Leute, also wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, dann wäre das rot gewesen. Ganz klar. Ja, es steht immer noch 1:1. Das ist spannend. Wie ein Flitzebogen. Schön, die Engländer stehen gut. Aber sie geben den Ball sofort wieder weg. Wieder Vorteil, nochmal Vorteil und irgendwann einmal ist dann aber genug. So, jetzt gibt es Schiri-Freistoß für die Elefanten. Aber natürlich dort, wo das originale Foul passiert ist. 5:0 Fouls jetzt doch. Also da wird doch, die Engländer, die gehen mit einer gesunden englischen Härte ran. Wie man so kennt halt, ne? Kennt übrigens auch ein Staat in England. Also ein Bundesland. Es gab sogar mal den Graf von Kent. So, jetzt aber. Sterling, komm, erlöse die Engländer, erlöse sie! Und wieder nichts. Das gibt's doch nicht. Oh, aus fast unmöglichem Winkel. Das war eine interessante Ecke. Aber jetzt vielleicht! Wieder nichts. Achtung, es bleibt gefährlich. Tripper, Walker. Hans-Peter Walker, was macht er hier? Ah, jetzt! Und da ist das Tor in der 118. Minute! Kühle Walker hat einen kühlen Kopf bewahrt. Schlängelt sich hier durch die Verteidigung. Das war aber ein Krampftor, mein lieber Mann. Zack, kurze Ecke, keine Schanze für Michael Schanze. Geh aufs Ganze. Ja, da haben die Elefanten jetzt wohl den Zug gezogen, wenn man so will. Ja, verzeihen Sie mir die Wortspiele, ab und zu muss es halt einfach raus. Die Freude über diesen Sieg der Engländer. Oder doch nicht! Oder doch nicht! Das gibt es nicht! Und jetzt liegen die Engländer am Boden! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Jetzt fällt hier noch das 2:2. In der allerletzten Sekunde. Das gibt's nicht. Wie schon in der Hauptspielzeit. Was ist das alles? Tunnelt ihn noch. Die Höchststrafe für Hans-Peter Pickford. Das gibt's doch nicht. Und Instagram werbt noch im Hintergrund. Das gibt's doch nicht. Jetzt steht das hier 2:2. Hans-Wilfried Zaha macht hier das Ding zum Ausgleich. Achtung, vielleicht noch Gegenstoß. Nein, das lässt der Schiri nicht mehr zu. Es gibt Penudelschießen. Elfmeterschießen. Schauen wir uns nochmal die Highlights an. Viele gab es nicht. Er hat den Ball nicht mal richtig getroffen. Man sieht es hier wunderschön in der Wiederholung. Dann Foul Nummer 1. Zack. Satt von hinten. Wirklich wunderbar.
Sensationell. Ah gut, okay, das waren die mehr Highlights hat es nicht gegeben. Es gab natürlich ein paar Tore, das ist klar. Also, ja, ich würde mal sagen, das ist okay. Diese Schützenliste. Kane, sauber. So, jetzt Achtung, Pickford gegen Kessié. Oh, Latte! Die Elefanten straucheln. Rechtes Eck hat ihn verleitet. 2:0 für England. Achtung, Pepe. Uff, den hätte Pickford aber auch halten können. So, die einzige sichere Variante. Tripper. Oh, gehalten. Sauer. Pickford gegen Zaha. Oh, schießt übers Tor. Das gibt's doch nicht. Foten verleitet ihn. 3:1. Und jetzt der entscheidende Elfmeter. Wenn Aurier Dinos zum Vornamen. Dinos Aurier. Diesen Ball nicht verwandelt. Aber er verwandelt ihn. Jetzt müssen die Engländer dieses Tor noch machen. Walker gegen Bo. Unten links, unten links. Sauber, sauber, sauber. Verleitet! Und das ist der Sieg für die Engländer, für die Britländer, für die Großbritländer, muss man ja sagen. Wahnsinn. Und der Held ist nicht etwa Pickford, der hat nicht einen einzigen Elfmeter gehalten. Aber hier sehen wir nochmal den entscheidenden Elfer, schön unten links versemmelt. Sondern weil die Elefanten zwei verschossen haben. Einer an die Latte, einer drüber. Das ist natürlich, ja, das liegt nicht drin, ne? Schöner Sieg. Und wir sehen hier noch einmal, wie Kane diesen Ball verfehlt. Schauen Sie, er trifft ihn nicht richtig. Und irgendwie geht das Ding ins Tor. Frag mich nicht wie, aber schönes Tor. Am Ende sagt man, tolle Direktabnahme. Hier nochmal dieses wunderschöne Foul von hinten. Das dann mit Rot oder mit Gelb, mit Gelb bestraft wurde. So, das war's für heute. Danke fürs Zugucken. Wenn wir noch ein paar Höhepunkte sehen, sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt FIFA 21 und hier war die rote Karte. Tschüssikowski!